Hallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Dragon Ball Z Kakarot. Ja, zu eigentlich einer Folge. Naja, nicht nur eigentlich, es wird nur eine Folge werden. Denn, ja, morgen ist Freitag. Wenn ihr das seht, ist morgen nicht Freitag. Ich wollte mal ganz kurz das machen. Ja, ich habe auch einen harten Brocken. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. War ich von meinen harten Brocken so abgelenkt. Was wollen wir jetzt sagen? Ja, jetzt wo ihr es seht, ist Freitag. Jetzt wo ihr es seht, müsste eigentlich gerade der Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX Livestream laufen. Denn Freitag ist Pokémon da. Ich dachte eigentlich, dass das irgendwann die Woche kommt, aber es kommt wohl doch erst morgen. Ich habe es nicht vorher bekommen, leider. Schade, aber gut. Dann verschieben wir nämlich jetzt Dragon Ball auf einen Tag danach, also am Samstag. Und da werden wir dann den Livestream machen. Sprich zwei Livestream-Tage hintereinander. Also. Das war alles ein kleines bisschen anders geplant, aber na gut. Schade. Müssen wir uns doch erst auf morgen oder jetzt, wie ihr jetzt heute. Also schaltet jetzt erstmal in den Livestream rein. Ihr könnt die Folge nachher gucken. Guckt euch erstmal den Livestream zu Pokémon an. Denn Pokémon ist genauso geil wie Dragon Ball. Ja, da gibt es nämlich auch ein Saiyajin. Saiyajin Pokémon. Warte mal, den erkenne ich irgendwo her. Ich wünsche, das Turnier müsste nicht so enden. Den kenne ich irgendwo her. Ach, das ist hier. Ah, ich weiß schon, das ist Sharpa hier. Danke für dein super Protein. Stimmt, das war ja der Jacken-Klaus. So, oh, da unten ist die Aufgabe. Mir ist ziemlich langweilig. Oh, das kann ja nur ein Foto sein. Oh Gott, ich muss unbedingt mal die alten Dragon Ball-Folgen gucken. Ganz ehrlich. Der Tag des Kampfsport-Weltturniers ist schließlich gekommen. Nun haben Son Goku und Krillin die Gelegenheit, ihr im Training erlangtes Können auf die Probe zu stellen. Son Goku trifft Bulma, Pool, Oolong und Yanchu wieder. Letzterer hat alleine in den Bergen trainiert. Muten Roshi gibt seinen Schülern spezielle Uniformen, um zu zeigen, dass sie zur Schildkrötenschule gehören. Die Jungs sind bereit für das Turnier. Ach, dass ich... ich kriege in letzter Zeit immer mehr Bock, das einfach zu gucken. Aber wann? Jetzt muss ich wieder die Fotos gucken. Und das ist wirklich sehr alt. Wo ich das letzte Mal gesehen habe. Ey, das ist wirklich... Das ist mindestens 15 Jahre her, wo ich letzte... Mindestens, wo ich Dragon Ball... Also das erste Dragon Ball... Die erste Saga, so gesehen, wo ich das gesehen habe, das ist mindestens so lange her. Wenn nicht sogar noch länger. Und 15 Jahre ist eine ganz schöne Zeit. Wenn man so drüber nachdenkt, ist das eine ganz schön lange Zeit. Okay. Baba, was möchtest du denn von mir? Hey, Wahrsagerin, Baba. Was willst du dieses Mal, Son Goku? Ich will nochmal gegen einen Profikämpfer aus dem Jenseits kämpfen. Wieder mal so ein Wunsch aus heiterem Himmel, was? Weißt du, es gibt nicht mehr viele Leute, mit denen du kämpfen kannst. Vielleicht solltest du langsam mal Schluss machen. Nö. Reines Paar. Ich glaube, das muss ich echt machen. Mann. Ich will unbedingt gegen jemanden Starken aus dem Jenseits kämpfen. Es gibt nicht mehr viele Leute, mit denen du kämpfen kannst. Vielleicht solltest du langsam mal Schluss machen. Was? Auf keinen Fall. Na schön, hast du jemand Bestimmtes im Auge? Lass mich mal überlegen. Ja. Bereit zur Installation. Wie wäre es mit Bu? Bu? Yeah. Ja, der kleine Superstarke. Ich habe Enma Dayo um die Wiedergeburt von Bu gebeten. Wen hast du? Wen? Enma Dayo? Wer ist Enma Dayo? Aber da bisher noch nichts passiert ist, dachte ich, ich könnte ja nochmal gegen den kleinen Bu kämpfen. Wer ist Enma Dayo? Hä? Sag mir gar nicht, was? Ich habe wirklich keine Ahnung, was du da in deinem Kopf vorgeht. Na schön, ich werde mit Emna Dayo reden. Danke. Ach, das ist bestimmt der Obermacker, wa? Der pinke Einhorn da oben. Hallo, Wahrsagerin Baba, was gibt's Neues? Tja, leider. Was? Er gestattete es. Was zur... Verwirr mich doch nicht so. Versetz dich bitte mal in meine Lage, ja? Komm schon, alles wird gut. Wo finde ich Bu? Also, hier kannst du auf jeden Fall nicht gegen ihn kämpfen. Daher wirst du erstaunlicherweise im Land der Kaios gegen ihn kämpfen. Es ist bereits alles arrangiert. Du sollst dich auf den Weg machen. Ah, verstanden. Nochmals vielen Dank, Wahrsagerin Baba. Okay, bis... Bin nochmal weg.
Natürlich, einfach so. Ich glaube, das ist das pinke Einhorn, der Obermacker. Im Land der Kaios sollen wir das machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, gib mir Gegenstände. Dann, Fruchtgelatine, Alter. Ich gebe dir auch gleich mal Fruchtgelatine, Mädel. Ist da noch irgendwas? Warte, ich muss ganz kurz nach den Fotos gucken. Jedes Mal, wenn ich die Fotos sehe, dann kriege ich total Bock drauf. Wann habt ihr denn das letzte Mal geguckt? Ganz ehrlich, wann hat hier irgendjemand das letzte Mal die alten Dragon Ball-Folgen geguckt? Das ist doch bestimmt für alle lange her, oder? Oder hat das wirklich mal einer Bock darauf verspürt? Ich weiß das nicht. Also, jetzt, wo ich das hier so immer sehe, kriege ich immer wohl Bock drauf. Man muss auch immer nach den Fotos gucken, damit ich ein bisschen Flashback bekomme. Aber sonst sind hier leider keine Kugeln. Hier ist noch eine D-Medaille, aber ich glaube, uns geht's gut mit D-Medaillen. So, wir begeben uns mal erstmal nach Buu. Zu Pocahontas. Warte, Land der Kaios. Ja. Da können auch alle mit, ne? Ist jetzt nicht so, dass das heiliges Land ist oder so. Wir sollen auch erst die ganzen Nebenaufgaben machen und dann sollen wir nochmal die Dragon Balls sammeln, damit wir neue beschwören können. Wenn ich das richtig verstanden habe. Bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ehrlich gesagt, aber gut. Wo ist er denn? Der Lappen. Der Lappen. Lappen. Da ist er. Schon komisch. Müssen wir uns buffen? Ich meine, der ist ja schon ein bisschen ein Kampfgemüse, ne? Also. Komm, wir machen uns. Wir haben so viel Angriffskraft. Weiß jetzt gar nicht. Hier maximale TP. Wobei, brauche ich nicht. Ich hol mir noch eine Mega. Ich hau mir noch die eine Megamasse rein und dann ist gut. Haben wir jetzt. Wen haben wir denn jetzt im Team? Doch, doch, alle da. Gut. Okay. Ich weiß, C18 wird uns nicht wirklich helfen. Warum hat er eigentlich einen Heiligenschein? Ist Heiligenschein nicht nur den Heiligen? Also den Guten vorbehalten? Warum hat er einen? Hoho! Lange nicht gesehen, Wu. Du bist hoffentlich bereit dafür. Ich bin's nämlich. Alter, der ist Level 82, der könnte schon echt wehtun. Das sind die Einer-Angriffe. Oh, die sind so süß. Wir sollten uns vielleicht auch mal in ein Super-Nudel-Ding... Au, 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 au. Okay, wir haben Schmerzen. So, jetzt sind wir super böse. Ja, mit deinem einen Angriff wird Wu bestimmt sterben. Der müsste doch richtig viel XP geben, oder? Shit. Aua, das geht ins Gesicht. Aua, sah aber cool aus. Gut, dass wir es mal gesehen haben. Ist halt auch wichtig, dass man sowas mal sieht, ne? Mist, stimmt, er prallt ja nochmal ab. Au, 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 au. Ja, auch noch mit Kamehamehas kontern, wa? Meine Güte. Und dann geht meiner auch noch daneben. Komm, C18, hilf mir! Mit C18 ist es echt ein bisschen lächerlich.
Mit C18 ist es wirklich lächerlich, habe ich das Gefühl. Combo! Mit C18! Ich weiß nicht, ob das wirklich immer... Eins. So süß. Mit der kleinen C18. Naja, sie kriegt hoffentlich richtig viel EXP dadurch. Ich hab ihn noch getroffen. Na komm schon. Mit einem Schlag einfach nur noch. Ja, oh, C18, da musst du XP bekommen ohne Ende. Nur zwei Level abgegangen, wirklich. Oh Mann, wie bitter. Puh, nichts ist besser als gegen dich anzutreten, Bu. Ich kann es kaum erwarten, nach deiner Wiedergeburt gegen dich zu kämpfen. Klingt, als hättest du auch Spaß. Okay, bis später. Hi. Ja, gut, haben wir einfach mal besiegt. Ich meine, warum nicht? Aber C18 hat nicht wirklich viel EXP bekommen, ne? Echt bitter. Naja, vielleicht geht sie ja jetzt nochmal Level Up. Wir sind ja jetzt, haben wir jetzt nochmal abgeschlossen. Mann, hoffentlich wird Boo bald wiedergeboren und wird groß und stark. C18, was ist los? Warum kriegst du keine EXP? Wir sind schon jetzt, ne? Einfach mal gegen Boo kämpfen. So, dann können wir mal gucken. Ja. Dann können wir mal gucken, was wir für den alten Lustknaben hier machen müssen. Weil wenn wir schon mal hier oben sind, dann können wir da ja auch gerne mal hingucken. Hey! Sprich nicht so mit mir! Ich habe mir mit dir noch ein Wörtchen zu reden. Oh je, ich habe keine Ahnung, um was es geht. Er sieht ziemlich verärgert aus. Habe ich was angestellt? Oder vielleicht etwas vergessen? Wann wirst du deine Versprechen nachkommen? Sag bloß nicht, du hast es vergessen. Ach ja, stimmt ja. Oh Gott, Bulma, es tut mir so leid. Was, mein Versprechen? Du wolltest eine echte Frau für mich finden, die ich küssen kann. Oh, das habe ich komplett vergessen. Ich meinte eigentlich nur... Verstehe, du hast also ein Kaioshin belogen. Dann werde ich wohl mit Emma Dayo ausmachen müssen, dass du deinen Körper verlierst, wenn du stirbst. Was? Nein, bitte tu das nicht. Wenn ich meinen Körper verliere, kann ich nicht mehr kämpfen. Oh Gott. Eine Frau zum Küssen. C18, der kann auch kurz hinhalten, oder nicht? Gotcha. Okay, warte kurz. Ich stecke in echten Schwierigkeiten. Ich muss mit Bulma darüber reden. Die wird echt erfreut sein. Ich darf nicht so viel lachen, das ist immer schlecht für den Husten. Und ja, ich habe immer noch Husten. Ich armes Ich. Ich leide so hart. Yo. Hey Bulma, dass Sie sich nie erschrecken, wundert mich. Oh, hey Son Goku, kann ich dir helfen? Also, es geht darum... So sieht's also aus. Meinst du, du könntest dem Kaioshin ein Küsschen geben? Natürlich nicht. Warum denn nicht? Es tut doch nicht weh oder so. Warum fragst du denn nicht Chichi, ob sie sowas machen würde? Weil sie mich dafür umbringen würde? Ich bitte dich, Bulma. Ah, du bist echt anstrengend, weißt du das? Meinetwegen, wenn du mir einen Gefallen tust, denke ich darüber nach. Wirklich? Bring mir alle 7 Dragon Balls. Wie? Das war's schon? Alles klar, habe ich in 0,0 zusammen. Das will ich hoffen. Jetzt muss ich echt die Dragon Balls sammeln? Du nötigst mich jetzt echt die... Oh. Die Alte nötigt mich wirklich, die Dragon Balls zu sammeln. Okay. Dann lass uns mal schnell die Dragon Balls sammeln. Für die Alte. Sie wünscht sich eine Kopie von Bulma. Hundertprozentig wünscht sie sich eine Kopie von sich selber, die dann mit dem Kaioshin halt ein bisschen schnackelt. Hundertprozentig.
Halt, anhalten. Wow, this one seems pretty tough. Ach da, boah, er dreht sich auch genau in die falsche Richtung der Jacken. Okay. Was tut man nicht alle, damit man Bulma zum Küssen bringt? Ach ja, ein bösartiger Gegner ist erschienen. Wir können mal gucken, was da noch ist. Ja, die bösartigen Gegner kennen wir ja noch gar nicht. Da waren wir ja noch gar nicht gewesen. Wir müssen eigentlich auch nochmal nach Mutenroshi und ihnen sagen, hey, was geht? Und die bösartigen Gegner müssen wir eigentlich auch noch besiegen. Level 80. Ist auf jeden Fall schon Krallebumm, nur muss ich sagen. Level 80 ist schon ein bisschen trickiger. Guck gerade, ob ich hier irgendwo ein Foto finde. Ganz zufällig. Also hier waren wir ja noch nie wirklich gewesen. Aber ich finde jetzt auf die Schnelligkeit. Ne, da war nichts. Okay. Der Dragon Ball, wo ist denn der überhaupt? Jans. Da oben. Irgendwo in diese Richtung. Irgendwo hier. Da vorne. Beim Turm. Ja. Musst du ja leider, wa? Meine Güte. Ich wollte schon sagen, wir sind gar kein... Wir sind gar kein Super-Bananen-Kind mehr hier. Schon wieder nicht. Achso, ja, aber wer bestimmt. Gar keine KI, du. Was ist denn da los? Oh, nun stirb endlich, Mensch. Gott. Ich wollte einfach nicht sterben. So, irgendwo am Turm, unterm Turm. Da ist er ja. Tatsächlich im Turm drinne. Und wir haben sogar noch eine Megamasse 3 bekommen. Das ist auch gut. Okay. The next Dragon Ball ist auch irgendwo. Westliche Hauptstadt, natürlich. Na, ist immer einer. Es ist immer einer in der westlichen Hauptstadt. Wobei, so viele Punkte gibt es ja auch nicht. Ich wollte eigentlich die Dragon Balls nicht sammeln, aber gut. Wir müssen Bulma dazu bringen, das Höschen auszuziehen für den alten Kaioshin da. Sterbe hier. Übrigens. Ich freue mich schon auf Pokémon. Bin echt gespannt. Das ist mein erstes Mystery Dungeon. Und ich habe keine Ahnung, was da... überhaupt abgeht. Meistens liegt das Ding beim Richtung... Wie heißt das da? Leuchtturm. Ist er noch da? Might cause some trouble later. Best to deal with this now. Whoa, this one seems pretty tough. I wonder if that cave's big enough for me to train in. Ist nichts Interessantes drinne. Das ist eher das Problem.
I've never felt a stone this hard before. Whoa, this stone. Naja, Silbererz brauchen wir nicht wirklich. Der ist weg. Coole Kugel. Schon wieder unten? Mann, da kann man gar nicht gewinnen. Mann, dauern so lange. Look, that's a cave, isn't it? Whoa, da ist er. This one seems pretty tough. Schnell! Schnell, bevor der angreift. Das dauert manchmal auch echt lange, sowas. Das ist echt so, so. Wenn man angegriffen wird, ist immer so. Immer so. Katzenmäßig. Brauchst du eine Pause? Nö. Hab gerade erst angefangen. So, nach rechts ein bisschen. Genau, habe ich auch gerade gesagt. Irgendwas mit Flash. Oh, wir sind echt in die reingeflogen. Wir haben noch nie gegen so viele lang wieder gekämpft, ey. Macht die eigentlich schon Schaden? Oder ist sie eher immer noch so AFK mit Schaden machen? Naja, C18 bis dein Level. Level up, C18? Natürlich nicht. So zum Thema Leveln. So. Ich wollte jetzt auch ehrlich gesagt nicht in ihn reinfliegen, ich wollte durch ihn durchfliegen. Und ihn Schaden machen. Da hinten. Zack. Kadayoyi-Land oder wie auch immer. Ach ja. Es gibt auch eigentlich echt noch viel zu tun hier, ne? Also es gibt hier wirklich, glaube ich, noch echt viel zu tun. Weil die ganzen Nebenaufgaben, die ganzen anderen bösen Leute noch treffen und hier die ganzen Berserker-Gegner und danach kommen ja nochmal Berserker-Gegner und danach kommen ja nochmal wieder Berserker-Gegner. Ist schon, glaube ich, ganz schön Arbeit noch hinter. Wir haben, glaube ich, noch echt viel zu tun. Also nach der Story kannst du, glaube ich, noch echt viel machen. Oh, ich wusste es, ich habe es gespürt.
trifft aber auch nicht, die Alte. Mich nervt das Kämpfen hier gerade. Dankeschön, Vegeta, dankeschön. Hey, da geht's ja sogar Level up. Ich nehme ich mir ganz kurz mit. So, Dragon Ball, wie viele haben wir jetzt schon? 6, 7, 5. 5 Dragon Balls. Mann, 10 ist nicht meine Stärke, okay? Ach, da bei Yamchus Versteck. Ich war gerade noch am Such. Oh nee, der Yamchu hat doch bestimmt noch eine Aufgabe, oder? Ist doch bestimmt wieder irgendwas mit seinem Ding. Also mit seinem Frauenanbagger-Ding. Hat das doch was zu tun. Ich wünsche, man könnte die Zufallskämpfe ausstellen. Aber gut. Ja, da verfolgen die einen ja auch, ne? Bisschen in die Richtung. Yamchus Versteck, ey. Das ist ein Weichei, Yamchu, du. Might cause some trouble later. Best to deal with this now. Whoa, this one seems pretty tough. Schnell. Versuche mich zu beeilen, damit die mich bloß nicht angreifen. So, Lukadorf. Letzter, dann können wir den das Bulma geben und dann freut sich Bulma auch. Dann haben wir es endlich geschafft. Ganz weit weg, oder? Da rechts irgendwie. Die Richtung, oder? Ja, noch ein bisschen. So müsste ich eigentlich, glaube ich, fliegen. Ist leider noch ein ganz schöner Flugweg hin. Aber solange wir nicht angegriffen werden, ist alles gut. Wir sind auch schon ganz schön angeschlagen. Aber ehrlich, wir haben genügend Heilungsdinger. Wir haben so viel Heilung. Was das Spiel echt ein bisschen vereinfacht, dass du halt immer Zugriff auf unendlich viel Heilung hast, ne? Ich bin richtig, ne? Nein. Du hast halt echt wirklich unendlich Zugriff drauf. Schnell. Ich weiß, wir können auch fliehen, aber wer flieht denn, bitte schön? Oh, 2 Schadenspunkte habe ich gesehen. Mensch, ihr werdet stärker. Wollte ich mir eh nicht mehr bemühen. Zack. Hey, Aufstieg, wer? Vegeta? Keine Ahnung. Ehrlich, Vegeta? Ich hab nicht hingeguckt. So, zurück zu Bulma, na endlich.
Wir können zwar hier das auch machen. Ultimative Genki. Oh, hat bald super feine Flash. Level 80. So, zurück nach Bulma. Gott sei Dank. Dann lassen wir sie jetzt gleich erstmal knutschern. Hoffen wir. Quatsch. Das wird bestimmt total episch. Haben die das im Anime gemacht? Da ich mich an die letzten gar nicht mehr erinnern kann, geschweige denn, ob ich die überhaupt gesehen habe. Haben die das im Anime gemacht? Haben die da auch geknutscht? Bulma die Dragon Balls geben. Ich habe alle Dragon Balls. Wow, das ging ja schnell. Ja, es geht echt einfach. Thanks. Danke, das hilft mir sehr. Sag mal, wozu brauchst du die eigentlich? Ich mache mir Sorgen, dass ich Falten bekomme und dachte mir, ich könnte um eine Hautverjüngung bitten. Wie bitte? Das möchtest du, Shenlong? Ist das so schlimm? Ich werde die restlichen Wünsche für gute Zwecke nutzen. Du wirst dich also mit dem alten Knacker treffen, ja? Auf keinen Fall. Was? Aber du hast es doch versprochen. Ich habe versprochen, darüber nachzudenken. Ach, komm schon. Okay, ich habe eine Idee. Hör zu. Oder es macht Oolong. Kann ich mir auch vorstellen. Er kann sich auch verwandeln. Oh, meine Güte, du bietest aber wirklich einen prächtigen Anblick. Oh Gott. Oh Mann, ich will sehen, wie die rumknutschen. Komm schon. Das wollen wir alle hier sehen. Komm schon. Hey, cool, wir haben so eine Medaille. Das ist auch schon mal was. Er ist ein Gott. Wer hätte das gedacht? Hey! In Ordnung, bringen wir es hinter uns. Was? Hinter uns? Das Küssen natürlich. Wirklich? Nun denn, bringen wir es hinter uns. Was? Was? Ich wusste es. Ah, Mist. Ich hatte keine Zeit mehr. Oh oh. Du hast mich reingelegt. Dachtest du, du könntest mich mit einer Attrappe täuschen? Sorry. Ja, tut mir leid. Die echte Bulma war dieses Mal nicht so ganz verfügbar. Du wagst es, dich über den Obersten aller Kaioshin lustig zu machen? Das werde ich dir niemals verzeihen. Hey, ich habe dir doch gesagt, dass das nicht funktionieren würde. Hol mich verdammt nochmal hier raus. Okay. Entschuldige nochmal, alter Mann. Bis später. Hey, komm zurück. Oh Gott. Oh Mann, ich dachte, die knutschen jetzt. War das wirklich so? Ist das so abgelaufen? Ich weiß es echt nicht. Ach, Mann. Come on now. Vergiss dein Versprechen nicht. Ich habe Bulma auch schon vor schnell Dinge versprochen, weil ich in ihrer Schuld stand, aber trotzdem. Der alte Mann war ganz schön sauer, was? Ja, ich kann es ihm nicht verübeln. Ich weiß, nächstes Mal bringe ich ihm was Leckeres zu essen mit. Das wird ihr bestimmt aufmuntern. Das sollte es auch lieber. Oh Mann. Voll verärgert. Hey, wir sind genau da, wo ich eigentlich auch anfangen wollte. Wir sind genau da, wo ich anfangen wollte. Hallo. Very well. Training. Guck mal, Megamassen. Und Cupcakes und all so ein Kram. Later. Very well. Later. Very well. Later. Haben wir auf jeden Fall noch ein paar Megamassen bekommen, wa? So, hier ist auch immer irgendwas drin. Immer. Ist immer irgendetwas drin. Wer hat denn hier eigentlich die Nebenaufgabe? Schildi? Schildkröte? Was? Was zum Teufel? Du kannst die Nebenstory mit C18 in der Gruppe nicht fortsetzen. Achso. Vielleicht ist es C18. Ich glaube nicht, dass die Katze die Nebenaufgabe hat, oder? Ich traue der Katze alles zu. Ehrlich, ich traue der Katze alles zu. Die wird doch garantiert die Nebenaufgaben für uns haben.
Aber gut, ich denke mal, hier werden wir das nächste Mal die Nebenaufgaben machen. Wir haben ja hier auch ein bisschen was. Und dann da die Nebenaufgabe und da und da und da und da und da und da. Oh Gott, wir haben so viele Nebenaufgaben zu tun. Also da, wir sind, glaube ich, echt noch ein bisschen. Und dann die ganzen Berserker-Gegner, die machen wir jetzt auch erstmal hier. Die Berserker-Gegner. Oder die starken Gegner oder ich weiß nicht, ich glaube, die heißen Berserker-Gegner. Bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Ich bin mir auch nix sicher. Ich habe halt nix Ahnung. So, was ich jetzt schon die ganze Zeit mal nachgucken wollte. Die hier hat schon die ganze Zeit neue Hardcore-Fähigkeiten. 10% auf Unterstützungsanzeige zu Beginn. Ja, gut. Okay, das war jetzt nicht so Hardcore-fähig. Okay, die hat... Okay. ...40% ausgeteilter Schaden bei Angriffen auf denselben Gegner wie der Spieler. 40% ausgeteilter Schaden, wenn Unterstützungsanzeige auf 75% ist. Minus 40% Abklingzeit für Superangriff-Unterstützung, wenn Unterstützungsanzeige 75%. Also sie lernt eigentlich noch echt krasses Zeug, ne? Besonders hier ausgeteilter Schaden. 30% ausgeteilter Schaden, wenn du ein Combo mit 30 oder mehr Treffern ausführst. Ist auch eigentlich, ne? Eigentlich auch gar nicht schlecht. Die machen ja immer nur Angriffe. Hast du eigentlich irgendwas? Ohne neue Fähigkeiten zu lernen? Nichts. Nichts können sie. Aber Son Goku ist Level 80 geworden. Das muss doch garantiert noch irgendetwas sein, oder? Da gibt's noch was. 10% auf Unterstützungsgimsel. 30% ausgeteilt. Ausgeteilter Schaden, wenn KI. 10% Schaden bei Gegnern mit höherer Stufe. Ist auch immer gut. Man weiß nie, wann man mal wirklich auf Gegner trifft, die eine höhere Stufe haben. Drachenfaust. Naja. Der hat noch gar keine Zusatzfähigkeiten, nichts. Wir sind ganz schön angeschlagen, ne? Okay, jetzt aber... machen wir erstmal Feierabend, wie gesagt. Morgen dann den Livestream, weil heute jetzt gerade läuft ja Pokémon, ne? Ich hoffe, ihr habt es euch angeguckt. Ja, ja, mein. Das ist Pokémon. Hey, komm nicht aufs Haus. Okay, ich kann fliegen. Ich würde auch aufs Haus rauskommen, aber okay, gut. Ist ja auch egal. Jetzt bin ich erstmal raus. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.